Eine große Auswahl an Produkten für dich und dein Bike gibt's auf marziak-offroad.de, dein Online-Shop. Ja, ich hoffe, bei mir sind alle Schrauben fest angezogen beim Rad. Hier haben wir vor einiger Zeit einen neuen Trail in Freisen im Saarland gebaut. Wir fahren heute zum ersten Mal die Leinen. Jo Leute, was geht? Wir befinden uns heute wieder im Saarland und falls ihr die Location kennt, hier haben wir vor einiger Zeit, also vor einer Woche, als wir gerade hier sind und ihr seht später, einen neuen Trail in Freisen im Saarland gebaut. Wir fahren heute zum ersten Mal die Leinen, testen das Ganze, der Verein kommt heute noch ein bisschen zu Wort und ich habe blöderweise mein Downhillrad mitgenommen. Ich freue mich zwar da drauf, weil das habe ich vor zwei Wochen oder so aufgebaut, gibt es auch hier ein Video, könnt ihr da oben schauen. Ich hatte Nico verstanden, dass sein Enduro-Rad kaputt ist und er heute auch mit dem Downhillrad fährt, macht er aber nicht. Also ist jetzt der eine mit Fullface-Helm und kann nicht berghoch fahren und der andere mit locker flockig Enduro-Helm Halbschale. Macht aber nichts, weil wir wollten ja eh ein First Ride Video noch dazu machen. Das machen wir dann heute alles in einem und würde sagen, let's go. Noch eine kurze Info, aufgrund ein paar Kommentare unter dem Bauvideo haben wir gesehen, dass Leute davon ausgegangen sind, dass wir hier für den Trail die ganzen Bäume hier gecuttet haben. Das ist natürlich totaler Quatsch. Da hat weder der Verein was mit zu tun, noch wir oder eine Mountainbike-Strecke, sondern hier war halt wie in, ja, überall in Deutschland, in Fichtenwäldern, leider der Borkenkäfer aktiv. Weshalb hier Waldarbeiter das Ganze leider platt machen mussten. Entsprechend wild sieht das Ganze aus und als wir dann mit den schweren Maschinen gefahren sind, haben wir zum einen immer versucht, die Rüttegassen zu verwenden und dann haben wir das Ganze auch nachher noch mit den Schaufeln wieder aufgelockert. Das hat man im Video nicht gesehen, aber ihr seht überall, was dann platt gefahren wurde, die ganzen Spuren sind alle nicht mehr da, ist Altholz hingelegt worden, sodass da eben auch eine Naturverjüngung stattfinden kann. Und der Verein, da habe ich eben von Nico gehört, dass die auch hier eine Pflanzaktion haben, Baumpflanzaktion, da können die nachher einfach was drüber erzählen. Und also das einfach noch, war mir super wichtig, dass ihr das noch wisst, weil natürlich fallen wir hier nicht im Wald für eine Mountainbike-Strecke, das ist totaler Quatsch. Und ja, genau. Wir müssen hier noch das ganze Flatterband abmachen und dann können wir gleich fahren. So Leute, ich teste jetzt mal hier das Rad. Nochmal der Hinweis, lasst euch, wenn ihr hier fahren wollt, nicht davon abschrecken, dass ich jetzt hier mit Downhillrad stehe, Fullface-Helm und allem drum und dran. Wie gesagt, Missverständnis. Perfektes Rad hier ist so ein Enduro-All-Mountain-Rad und da hat man hier auf jeden Fall Spaß. Also eigentlich mit jedem Mountainbike hat man hier Spaß. Und wir fahren jetzt erstmal für die Leute, die hier die ganzen alten Videos von uns, von Nico und mir nicht kennen, einfach nochmal alle Strecken ab und am Ende dann die ganz neue, die wir frisch gebaut haben. Und ja, ihr seid mit dabei. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Nico Reuter ist. Eigentlich wollte ich das jetzt hier mit dem zusammen alles machen. Wir befinden uns jetzt hier am Start. Für die Leute, die kein Video kennen, noch nie hier waren. Es gibt für jede Schwierigkeitsgrad eine Strecke. Die allererste Strecke, die damals der Nico und der Nico Fink zusammengebaut haben, Double Nico Trail, ist der Flow Trail. Der startet direkt hier. Und dann gibt es eine kleine Jumpline, die letztes Jahr der Nico allein, also Nico Reuter alleine gebaut hat. Und dann eben die neue Jumpline, die wir dann heute dann zum ersten Mal testen seit dem Bau letzte Woche. Dann entsteht da noch eine Trop-Batterie, die ist aber noch nicht fertig. Da ist auch noch ein kleiner Trail. Und ansonsten gibt es hier noch so Cross-Country-Loops drumherum, also alles in diesem Gelände quasi, super cool. Und wie ihr seht, gibt es auch hier ordentlich Nachwuchs, die hier jeden Tag Spaß auf dem Rad haben. Spaß? Jo. Ja, ich hoffe, bei mir sind alle Schrauben fest angezogen beim Rad.
Nice. Ja, ich würde sagen, dann filmen wir jetzt den Trail mal für euch von außen. So, wir fahren jetzt den mittleren Jumpline Trail Riders Hell. Das ist den, den du letztes Jahr gebaut hattest, gell? Mhm. Und ja, viel Spaß, Leute. Very nice. Hat schon gesehen, wie ich so quer und dann Patsch! Ja, es sah sehr schön aus dem Total Rider. Nice. Zu dem frisch gebauten Trail vor genau einer Woche standen wir da. Haben gebaggert. Gebaggert, geschaufelt und ja, wie bei den anderen Trails seht ihr jetzt erst eine GoPro-Fahrt, danach ein bisschen von außen gefilmt. Viel Spaß. Das war der neue Trail hier im Saarland, in Freisen. Und ja, macht mega Spaß, sowas zu bauen. Dann hier eine Woche später das hier mit seinem Kumpel zu fahren. Und gleich kommt noch der Verein vorbei, also wo ich einfach mal Leute vom Verein, die quasi hier das Ganze betreuen und so weiter, ein bisschen was sagen können. Nico, willst du noch irgendwas sagen? Ich fand, der Drehtag war fast so anstrengend wie die Bauwoche. Ja. Schön total platt, da geht gar nichts mehr. Ja, ja. Vor allem ist mir jetzt aufgefallen, ich bin ewig nicht mit Fullface gefahren, wie anstrengend das ist wegen Luft, schwer, keine Ahnung, man schwitzt wie Sau, aber geil. Ja. Downhill-Bike gegen Trail-Bike heute. Ja, ihr habt ja schon gehört, was hier passiert ist in den letzten Wochen. Wir haben eine Menge Sachen bewegt, hauptsächlich Erde. Und wir stehen ja eigentlich in unserem Verein, die Grüne Hölle Freisen, für solche Aktionen. Es ist jetzt das dritte Jahr, in dem wir hier bauen. Und wir sind seit 2004 am Start mit unserem Verein.
Unser Hauptaugenmerk liegt in der Jugendarbeit und einmal im Jahr machen wir ein großes Mountainbike-Wochenende mit Samstagrennen, sonntags Tourfahren um Freisen. Und wichtig ist auch natürlich auch bei uns die soziale Komponente. Das habe ich ja schon mal in einem frühen Video vom Fabio erklärt, wo wir die Spendenaktion machen mit der Langen Nacht am See. Es ist uns in den letzten Jahren immer gelungen, jeweils 10.000 Euro zu spenden und die werden immer zu 100% an einen guten Zweck vermittelt. Und ja, sonst habt ihr ja hier schon viel erfahren vom Nico und vom Fabio. Und dann würde ich uns noch meinen kongenialen Partner, den Thomas, vorstellen, der auch hier fleißig ja, unterwegs ist. Ja, das ist auch eine schöne Einführung, gut, Dankeschön. Also ihr seht ja, wir sind nicht mehr gerade die Jüngsten. Im fortgeschrittenen Alter lässt man dann Sachen machen. Also wir haben auch jetzt mit Nico und jetzt dieses Mal auch mit Fabio uns einfach die Trails mal bauen lassen. Ist auch was Schönes, mal von außen zu gucken. Natürlich war das alles von der Sache her nicht so einfach und so schnell, wie das vielleicht auf dem Trailbar-Video ausschaut. Also im Vorfeld war da auch schon einiges an organisatorischem zu regeln oder auch an Sachen, an Hürden aus dem Weg zu räumen. Das Ganze geht natürlich auch nur mit ganz, ganz gutem Zusammenspiel mit der Gemeinde Freisen, mit unserem Bürgermeister, mit allen auch vom Bauamt, die uns da tatkräftig unterstützt haben, wenn wir Hilfe gebraucht haben. Dann haben wir natürlich auch mit unserem Förster, dem Oliver Lindebach von der Schmitz Waldwirtschaft, einen ganz, ganz tollen Partner. Es wurden unheimlich viele Bäume, mussten gefällt werden aufgrund von Käferbefall. Der Borkenkäfer, dem gefällt es auch hier in Freising ganz gut. Und ja, da haben wir halt die Chance noch einmal genutzt, bevor das Ganze wieder sich anfängt zu regenerieren, dass man letztlich, vielleicht letztlich, müssen wir mal gucken, aber wir gehen mal stark davon aus, zum dritten, letzten Mal jetzt hier nochmal die Baumaschinen bewegt haben und nochmal eine Schippe draufgelegt haben zu dem, was wir die letzten beiden Jahre gemacht haben. Wie schaut es aus mit der Öffnung? Das ist ja auch so die Frage des Ganzen. Also die Leute, die schreiben uns Mails, die pingen uns an, die rufen uns an. Wann geht es denn endlich los? Die scharren mit den Hufen. Da spielt uns natürlich auch, wie bei so vielem in letzter Zeit, Corona einen Strich durch die Rechnung. Also wir können, wollen und dürfen eine offizielle Eröffnung nicht machen. Da werden wir euch auch bitten, dass wir halt jetzt auch im Zuge dessen dem Ganzen auch Rechnung tragen. Ja, und dann werden wir abschließend im Herbst noch eine Aufforstungsaktion machen. Was der Borkenkäfer hier weggefuttert hat, werden wir wieder zum Großteil und auch nochmal Schippe drauflegen und nochmal aufforsten zusammen mit dem Förster. Und wir werden in den nächsten Jahren, so ist unser Ziel, 666 Bäume hier in Freisen und Umgebung pflanzen. Und die Jungs von der Nico natürlich. Ja, genau, die Truppe um. War ja noch eine Truppe dabei. Stimmt, ne? die vergisst man leicht immer nach. Der Marco, der Vincent oder auch der Tim, der dabei war, der Lukas, hat auch schwer den Rechen und die Schippe geschwingt. Also ohne die Leute, die nicht so immer im Vordergrund stehen, wäre sowas gar nicht machbar. Und deswegen halt nochmal im Namen der ganzen Höllenhunde vielen, vielen Dank an euch beide. So, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und seht auch an diesem Video, wie wichtig so ein Mountainbike-Verein für den Sport ist. Also egal, ob jetzt hier in Freisen, die natürlich mit einem schönen Beispiel vorangehen, aber es gibt ja noch etliche andere Vereine in Deutschland und da sieht man einfach, dass man bei diesem Individualsport, weil jeder Mountainbiker ist ja immer so ein bisschen alleine unterwegs und genießt so die Freiheit und dass das nicht so wie im Breitensport, Fußball oder so alles in so Vereinsdinger reingepresst ist, aber hieran sieht man, dass das auch laufen kann. Und ja, für mich ist das Projekt jetzt abgeschlossen. Endlich weniger Zeit mit Nico Reuter verbringen. Und, ja. Ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt mal los bin für ein paar Wochen. Das war schon eine harte Woche hier mit Fabio Schäfer. Auf jeden Fall haben wir, glaube ich, das Projekt trotzdem extrem gerne unterstützt. Ja. Also von meiner Firma. Fabio war mit dabei. Wir haben mit den Jungs auch zusammen hier über die letzten 3 Jahre viel gearbeitet an diesem doch kleinen, schönen Mini-Bike-Park, nenne ich es mal. Von daher kommt alle hier vorbei, schaut es euch an, habt Spaß hier. Und wenn ihr wollt, lasst einfach eine kleine Spende für den Verein da. Man muss sich das mal vorstellen, hier hat ein Verein mit viel ehrenamtlichem Engagement wirklich eine tolle Anlage geschaffen, die für jeden wirklich nutzbar ist. Also hier kann jeder herkommen, jeder fahren. Es gibt Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Ja, und honoriert das einfach. Hier gibt es einen PayPal-Link, hier gibt es eine Spendenbox. Und wenn es nur eine kleine Spende ist, freut sich der Verein, glaube ich, weil er damit einfach in die Anlage investieren kann und hier einfach, ja, im Endeffekt der Allgemeinheit was bietet. Und deswegen unterstützen wir es gerne. Ja. Und ja, vielleicht kommt ja nochmal ein Trail dazu. Ja. Aber dieses Jahr nicht mehr. Wir sind durch für die Zeit jetzt. In diesem Sinne. Ja, war klasse. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Kommt ins Saarland. Bis dann. Tschüss.
Falls euch das Video gefallen hat, dann zeigt das noch mit dem Daumen nach oben. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da geht es zu meinem Bekleidungslabel Scrape Gear, Bikewear, Streetwear, alles am Start. Falls ihr Metalmusik mögt, dann checkt meine Band aus. Hier unten Instagram, Facebook, alles am Start. Schnelle 20 Sekunden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, tschüss.